kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Was mir besonders gut gefällt an dieser Art von Musik ist, dass es eine große Zeitlosigkeit hat. Eine Frau ist eine Frau, ist eine Frau. Und sie weiß, wann sie will, was sie will, ganz genau. Wenn dir Lieder auf den Leib geschrieben werden, das ist so toll. Das ist wie wenn eine Rolle für einen geschrieben wird. Und das ist, also besser geht's einfach nicht. Nur ich und das Mikrofon. Und dann singe ich das Lied. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen. Na, die muss doch eins haben. Die muss doch eins haben, es wäre zu dumm. Das ist nicht einfach, da den richtigen Ton zu treffen bei dieser Art von Musik. Machst du zu viel, ist es sofort Schlager, machst du zu wenig, dann ist es, stimmt's auch nicht, es muss absolut sitzen. Und es muss trotzdem eine Lockerheit, eine Nonchalance haben, was etwas Unaufgeregtes, was mich immer fasziniert hat an guten Gesang oder auch an Jazzsängern, ist eben, dass es immer so, wie als würden sie es so nebenbei machen und gar nicht groß drüber nachdenken. Und das ist ja gleichzeitig auch das Schwerste. Ein Auge winkt, die Seele klingt, du hast's gefunden. Nur für Sekunden. Ist wie wenn jemand dir ins Ohr etwas erzählt, was nur für dich bestimmt ist. Und du glaubst der Person auch diese Geschichte. Es gibt andere, die schreien dir was ins Ohr und du glaubst es eben nicht. Und das ist eine Qualität, die ich in ihrem Gesang gefunden und erkannt habe und die mir einfach ganz wichtig ist. Bunte Bänder. Und Girlanden, Sonne nah, durchzecht danach, Neonlicht im Morgennebel. Ich liebe die Abwechslung, ich mag es gerne, verschiedene Sachen zu machen. Ich sehe mich in erster Linie einfach als Künstlerin und ich habe verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Nimm in dir viel Glück, viel Glück, viel Glück. Das ist Jazz. Das ist die universelle Sprache des Jazz, dass Leute aus allen Teilen der Erde, die sich zum Teil nicht mal unterhalten können in einer Sprache, sich über Musik unterhalten. Und ich habe gewusst, wenn ich da die richtigen Leute zusammenbringe und Jasmin dazu, dann klappt das. Die werden sich gegenseitig inspirieren. Und ich sage, das ist Rock'n'Roll. Ganz nah bei dir. In langen Strophen hab ich durch dich mein Herz geschaut, verschmolzen unbegrenzt in Licht, das alles spiegelt, Wahrheit spricht.